Fahrradfahren mit einem dieser neuen E-Bikes, das ist immer ein bisschen so, als fahre man mit Rückenwind. Und das ist ja schließlich nicht das Schlechteste, oder? Schließlich wollen Sie doch die Landschaft genießen und nicht mit hängender Zunge irgendwo ankommen. Besonders lohnt sich so eine Tour mit dem E-Bike entlang der Recknitz. Das ist eine traumhafte Landschaft und sehenswerte Orte. Sie wechseln sich dort ab. Und wir starten unsere Tour in Püttnitz an der Recknitz. Das ist ein schönes Wortspiel. Pünktlich trifft am Hafen von Damgarten der Lieferservice ein. Keine Päckchen, keine Pizza, sondern Leimovelos. Elektroräder fürs entspannte Fahren mit etwas Zusatzkraft aus dem Akku. Hier unten sind zwei Nasen dran. Stecken Sie einfach hier vorne so schräg rein und klicken zu, drin ist er. Und dann gibt es einen zusätzlichen Schub über diesen Zahnkranz hier am Motor auf die Kette. Das heißt, je mehr Sie treten, desto mehr gibt es Unterstützung. Reiseleiterin Karin Willner hat für ihre Gäste heute eine Tour durchs Recknitztal vorbereitet. Die erste Etappe führt ins nahegelegene Dasko mit einem malerischen Herrenhaus von 1910. Doch nun steht es seit langer Zeit leer und verfällt. Der verwilderte Park hinterm Haus aber lädt zum Spaziergang ein und führt bis zur Recknitz. Vorbei an slawischen Burgwällen und einem frühdeutschen Turmhügel geht die Fahrt nach Pantlitz. In der Radfahrerkirche kann man sich im Sommer jeden Nachmittag mit Kaffee und Kuchen oder einem kleinen Imbiss bewirten lassen. Ursprünglich hatten übrigens gleich zwei Familien die Schirmherrschaft über die Kirche. Die Familie von Dasko, die hatte diese Wappen hier auf der linken Seite. Die Familie von Stumpffeld-Lilienanker. Und auf der rechten Seite die Familie von Mecklenburg. Die rechten beiden Wappen, ne, mit dem Stierkopf, kann man sehr schön sehen. Was sich in jedem Fall lohnt, ist der Aufstieg auf den Kirchturm. Jeder Besucher kann sich oben selbst die Klappen öffnen für den weiten Blick über das noch sehr ursprüngliche Recknitztal. Und wer mit offenen Augen durch die Landschaft radelt, kann am Wegesrand manches Naturschauspiel erleben. Die Akkus der Movelos reichen mindestens 40 Kilometer weit. Bei Bedarf kann man einfach die nächstgelegene Akkuwechselstation anfahren und sich mit frischer Energie versorgen lassen, wie hier in Marlow. Ich bin das erste Mal hier mit so einem Fahrrad gefahren und das war super. Also bin begeistert. Gerade bergan, weil man dabei noch lächeln kann. Und das sieht ja viel freundlicher aus. Ne? Das Niveau der Teilnehmer ist ja sehr unterschiedlich. Und durch diesen Elektroantrieb war das immer ein wunderbares geschlossenes Fahrerfeld. Hat sich nicht so weit auseinandergezogen. Und man konnte das Tempo wunderbar regeln, wo man sich sonst so anstrengen muss. Und gerade das letzte Stück, wo es so schön den Berg hochgeht, da macht es richtig Spaß, da zu fahren. Am Wasserwanderrastplatz von Marlow wartet noch ein besonderes Erlebnis auf die Radfahrer. Es heißt Umsteigen. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu der Floßfahrt heute auf der Recknitz. Die Recknitz ist ja die alte historische Landesgrenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Für 2 Stunden geht es gemächlich die Recknitz hinauf. Kein lautes Tuckern stört die Fahrt. Im Naturschutzgebiet gibt's nur Elektromotoren. Mit einem bisschen Glück sind hier sogar Biber oder Fischotter zu beobachten. Ein gemütlicher Imbiss vor wechselnder Kulisse. Bevor Sie mit den Rädern auf der anderen Seite der Recknitz zurückfahren. Wir haben noch einen guten Nordtour-Tipp für Sie. Die Elektroräder können Sie sich sogar an Ihren Urlaubsort liefern lassen, wenn Sie mit einer größeren Gruppe die Recknitz-Tour fahren. Das ist eine gute Idee, oder? Eine richtig gute. Und dazu noch